Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Kinder, habt ihr nichts zu essen? So sagt Jesus zu den Jüngern, als sie nach einer erfolglosen Nacht, erfolglosem Fischfang zurückkommen. Er spricht zu ihnen wie ein Vater, wie eine Mutter zu den Kindern. Sie erkennen ihn nicht. Jesus fordert sie aus, noch einmal hinauszufahren, das Netz zur rechten Seite auszuwerfen. Das hatten sie schon mal erlebt. Und dann fangen sie sehr viele Fische. Und Johannes, der Jünger, den Jesus liebt, er sagt, es ist der Herr. Und dann geht es nicht schnell genug. Dann kommen sie nicht schnell genug zu Jesus zurück, weil sie wissen, es ist der Herr. Liebe Brüder und Schwestern, wir leben nicht nur von unserer Arbeit. Wir leben nicht nur von Essen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von dieser Begegnung mit Jesus, von diesem Vertrauten zusammen zu sein, seine Kinder zu sein, zu wissen, dass wir von ihm geliebt sind. Bitten wir ihn heute besonders um diese Gnade, dass sie in der Tiefe mit ihm verbunden sein mögen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen gesegnete Ostern.